Ja, herzlich willkommen zum Themenblock E-Mobilität und deren Herausforderungen für die Infrastruktur. Der Titel des nächsten Vortrags lautet E-Mobilität im Wohnbau, Ready to Charge. Als Referent fungiert Gerhard Wimmer von der Keber AG. Der Elektrotechniker mit HTL-Ausbildung und Schwerpunkt Energietechnik war unter anderem bei Schneider Electric und der Firma Hitzinger tätig, ist seit 7 Jahren bei der Keber AG exklusiv für das Thema E-Mobilität zuständig und fungiert dort als Sales Director für Österreich und Schweiz. Herr Wimmer? Vielen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag zu den Business Weeks bei der Austrian Automotive. Ich darf Ihnen heute über den Bereich E-Mobilität ein paar interessante Einblicke geben. Und zwar geht es um die Herausforderung im Speziellen im Wohnbau. Elektromobilität im Wohnbau, ready to charge. Ein paar Worte zur Keber. Woher kommen wir? Wer sind wir eigentlich? Also Keber ist ein Elektronikentwicklungsunternehmen mit Produktion in Linz, in Oberösterreich ansässig, und wir sind seit 1968 in diesem Bereich tätig. Gemäß unserem Slogan Automation by Innovation entwickeln und produzieren wir auf unserem Standort in Linz Produkte in unterschiedlichen Industrieautomations- und Automatisationsanforderungen für unterschiedliche Automatisationsanforderungen. Wie gesagt, 1968 gegründet, eine über 50-jährige Geschichte. Unsere Leistungsdaten, wir haben fast 500 Millionen Euro Umsatz, mit dem rechnen wir wahrscheinlich heuer, hohe Exportquote und der Mitarbeiterstand aktuell von 1750 Mitarbeitern. Unsere drei Gesellschaften, die sich mit unterschiedlichen Segmenten hier beschäftigen, kurz vorgestellt. Wir haben den Bereich der Industrieautomation, wir haben den Bereich der Handover-Automation und die Energieautomation. Die Produkte in diesem Segment, also hauptsächlich in der Industrieautomation natürlich für den Maschinenbau, Steuerungskomponenten, Visualisierungskomponenten, die wir dort mit unseren Partnern realisieren. Und aus dem Bereich Handover, wo die Bankomat-Technologie und der Bereich Paketlogistik, also diese Paketverteilautomaten, ein großes Thema sind. Und neu hinzugekommen, die Energieautomation mit dem Besten aus beiden vorgenannten Bereichen, wo wir hier aus dem Ansatz Easy to Use natürlich viel Erfahrung mitgenommen haben und speziell was den Handover-Bereich aus der Bankomat-Technologie betrifft, die Sicherheit und die Verfügbarkeit. Die Energieautomation, unsere Leidenschaft mit am Blick in die Zukunft. Wir sind hier sehr führend unterwegs. Erster bei der Anpassung von neuen Standards und Lösungen. Wir sind führend in der E-Mobilität seit 2009 und wie schon gesagt, eben sehr stolz darauf, dass wir das mit einer eigenen lokal in Linz ansässigen Entwicklung und Produktion für den gesamten Bereich für Europa durchführen. Ja, zum Bereich Energieautomation. Hier auch wiederum drei unterschiedliche Segmente. Das ist einmal vorrangig der Bereich der E-Mobilität. Wir produzieren aber dort auch Heizungssteuerungen. Heizungssteuerungen für auch wiederum aus dem Bereich erneuerbare Energien, für Hackschnitzel, Pelletsheizungen, für Wärmepumpen. Auch das ein großes Thema. Und für das Segment Wind, wo wir Steuerungskomponenten, Steuerungsanlagen für die Verstellung der Rotorblätter bzw. für den gesamten Kanzel, also für diese Azimutverstellung bauen. Im Bereich Ladeinfrastruktur seit 2009 tätig, schaut unser Portfolio einmal so aus, dass wir hier Wallboxen, das heißt Ladestationen, fix montierte Ladestationen für ein Laden bis 22 kW hier bauen. Begonnen hat es eben vor 12 Jahren mit einer Ladesäule. Die Ladesäule, die wir hier sehen, ganz links, ist ein Produkt, das entstanden ist, eben genau aus der Technologie, die wir bei den Paketautomaten einsetzen. Das ist die Fächertechnologie. Also wir haben hier eine Säule gebaut mit 4 Fächern.
Und in der Mitte sehen Sie hier einen Bankomat, ein Bankomat-Terminal. Das war praktisch aus einem Bankomaten und aus einer Paketstation zusammengesetzt. Eine Ladesäule mit 4 Steckmöglichkeiten für elektrische Steckvorrichtungen, die heute zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einem Typ 2, so wie wir es jetzt gewöhnt sind, sondern mit Schuko- oder Kraftsteckdosen vorhanden waren. Die Entwicklung hat sich dann ist weiter fortgeschritten. 2011 erstmals ein Wallbox-artiges Gerät, ein Satellit zu dieser Säule. Da haben wir dann schon Typ-2-Technologie gehabt. Und 2012 erstmals dieses Seriengerät, eine Wallbox, wo auch der Begriff irgendwo geprägt wurde durch eine Ausschreibung von Daimler, wo Daimler-Benz ausgeschrieben hat, eine Lösung für deren Fahrzeuge, die sie da jetzt neu entwickelt haben, der E-Smart und der Mercedes B-Klasse elektrisch. Und da haben wir den Tender dazu gewonnen und diese Wallbox entwickelt. Eine P20 hat es damals noch geheißen, war ein Seriengerät mit einer Serienelektronik aus unserem Haus. Und weiterentwickelt hat sich das dann, wo wir im 2016 das Gerät, die P30, entwickelten und das aktuell am Markt verfügbare Gerät mit einer sehr, sehr hohen Stückzahl jetzt vertreiben. Des Weiteren haben wir auch OEM-Lösungen. Man sieht hier 2018 den Bereich von BMW, wo wir eine Wallbox gemeinsam mit BMW entwickelt haben. Ja, und so geht es natürlich den Marktanforderungen gemäß weiter. 2020 Mess- und Eichrecht, Mess- und Eichrechtskonformität. Eine kilowattstundengenaue Abrechnung ist gefordert oder wurde gefordert. Und das ist eigentlich jetzt Stand der Technik, was Deutschland für Kilowattstundenabrechnung betrifft und bereits auch für Österreich in der Vorankündigung ist. 2021 erstmals die 250.000 durchschritten, also wir haben über 250.000 Ladestationen im April bereits verkauft. Aktuell, also die Zahlen entwickeln sich und wir sind weit darüber mittlerweile mit unseren Verkaufszahlen. Das Portfolio, die Wallbox mit Zubehör. Da werden wir jetzt einmal im Konkreten darauf eingehen, wie wir dem begegnen. Wir haben hier 3 Serien, eine Standalone-Variante in der A-Serie und die Connected-Varianten bei C-Serie und X-Serie. Das ist ein Master-Client-System, wo wir Ladeverbünde mit auch Lastmanagement-Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und genau das ist das Thema, eben der Ladeverbund, wo wir dann im Wohnbau natürlich die steigenden Zahlen oder die steigende Fahrzeuganzahl hier beladen müssen. Der Druck ist groß und daher auch konkret dieses Projekt mit der Ladestation im Wohnbau, wo wir uns hier gefordert sehen. Genau mit der stark steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen, mit den Spitzenzeiten, man genau diese, das Heimkommen im ist, wo jedes Fahrzeug irgendwo dann so ab 18 Uhr angesteckt wird, wo wir aber demgegenüber wiederum begrenzte Gebäudeleistungsverfügbarkeiten haben. Das Gebäude hat einen definierten Anschluss und es sind ja genau zu diesen Spitzenzeiten auch andere Verbraucher, genau aus dem eben im Haushalt, zusätzliche Stromverbraucher, die aus dem Haushalt uns dazu noch begegnen. Wichtig aus unserer Sicht ist es dabei die Vernetzung der Verbraucherkette, also genau in dem Fall der Ladestationen, dass wir hier eine intelligente steuerbare Ladestation haben und die dann vernetzt in einem Ladeverbund auf die zur Verfügung stehenden Leistungsspitzen reagieren kann. Ja, aktuelles Portfolio. Die A-Serie eben als Standalone-Gerät, das ist diese Einzelanwendung in einem Carport. Und die vernetzte Variante, Master-Client, haben wir aktuell mit einer maximalen Größe mit 16 Stück, wo wir so einen Ladeverbund managen können. Und mit genau diesem steigenden Bedarf an Ladeinfrastruktur, speziell im dicht verbauten Gebiet, also bei Mehrparteienhäusern, Mehrparteienwohnhäusern, sehen wir diese 16, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und da haben wir mit einem Projekt in Linz für urbanes Laden, Urcharge, so war der Projektname, dort haben wir einmal versucht festzustellen, wie denn aktuell die Situation, wie die aktuelle Situation ist und wie sie uns zukünftig erwarten wird. Genau, mit Projektpartnern haben wir uns zum Ziel gesetzt, zu forschen am
an der Ladeinfrastruktur, speziell im urbanen Raum. Und wir wollten da ein Konzept erarbeiten, wie wir am ökonomischsten, am wirtschaftlichsten hier mit diesen Leistungen, die uns dort zur Verfügung stehen, umgehen können und das maximal hoch zu skalieren. Unsere Ziele waren eben, einen vernünftigen Algorithmus oder den bestehenden Algorithmus einfach zu challengen und möglicherweise, gerade wenn es jetzt in höhere Stückzahlen geht, mit bis zu 100, bis zu 200 Fahrzeugen als Ladeverbünde, wie sich denn das mit dem bestehenden Algorithmus verbindet. Wir haben dort Simulationsmöglichkeiten uns erwartet. Also wir wollten dort wirklich dieses Hochskalieren einmal so weit simulieren. Wir sind einmal ausgegangen, wir simulieren ein 50-prozentiges Szenario, 50% E-Mobilität in einem Wohnbau. Und das über eine längere Zeit. Das heißt, wir hatten dort oder wir suchten nach einer Möglichkeit mit zumindest mehrmonatiger Testphase und haben mit dem Projekt Urcharge in diesem Konsortium, mit der TU Wien, mit der Linz AG zusammen und mit der Neuen Heimat als Wohnungsgesellschaft, sogar begleitet von der ETA, eine Beratungsagentur, haben wir dieses Projekt aufgesetzt und hatten dort die Möglichkeit, wirklich im großen Stil das dann dort einzubringen. Wir wollten sicherstellen, dass in keinem Fall an der Gebäudeelektrik, an der Gebäudeversorgung irgendwo ein Überlastungszustand entsteht, dass die Eingriffe vom Lastmanagement so weit wie möglich unbemerkt bleiben von den Endnutzern. Und wir wollten den Netzanschluss natürlich optimal ausnutzen, der zur Verfügung steht, gegebenenfalls so wenig wie notwendig und so viel wie erforderlich zu erweitern. Und der Erkenntnisgewinn war im wie reagiert hier Lastmanagement in der Praxis? Ja, wir konnten das in Linz in einem Objekt der Neuen Heimat realisieren. Wir haben dort 51 Teilnehmer gefunden. 51 Teilnehmer in einem Mehrfamilienwohnhaus mit 100 Wohneinheiten, also die 50% haben wir hier sehr, sehr gut abdecken können. Und dort haben sich wirklich diese 51 Teilnehmer auch bereit erklärt, für den Testzeitraum ihr Verbrennungskraftfahrzeug zurückzulegen, zurückzustellen und für den gesamten Zeitraum hier elektrisch unterwegs zu sein. Über 5 Monate ist es gegangen, leider auch mit Corona-Auswirkungen. Wir waren sehr, sehr vorsichtig, haben auch vielleicht vermutet, dass wir weniger Kilometer, also uns ein bisschen vom Durchschnitt hier, der normalerweise hier gefahren wird, vielleicht abwenden werden. Aber die Praxis hat dann gezeigt, es wurden dem Durchschnitt oder dem durchschnittlichen Mobilitätsbedarf des Österreichers genau so wurde dort gefahren, haben in Summe 45.000 Kilowattstunden vertankt und das entspricht eben genau dieser durchschnittlich gefahrenen Kilometerleistung, wie es im normalen Ablauf, also das Mobilitätsbedürfnis des Österreichers zu stillen, wie es im normalen Ablauf auch passiert. Für die Ladeinfrastruktur hat es jetzt geheißen, in einem Bestandsobjekt diese 51 Fahrzeuge zu laden. Das heißt für uns, wir haben hier 51 Ladestationen mit einem übergreifenden Lastmanagement hier versorgt, mit den zur Verfügung stehenden Leistungen vom Objekt. Und gemäß dieser Skizze kann man sich das einmal vorstellen, wie wir dort angesetzt haben und ein paar Impressionen hier vom Feld, also war wirklich sehr, sehr begeisterte Teilnehmer, die dort auch für unsere Fragen dann im Weiteren noch zur Verfügung standen. Es war ein enormer Erkenntnisgewinn, einfach über den langen Zeitraum. Am Anfang ist Euphorie, die Neugier, elektrisch zu fahren, ist natürlich sehr, sehr groß, aber dort ist eine sehr rasche eine Normalität eingestellt. Und die Teilnehmer dazu, die auch auf unsere Fragen sehr, sehr offen zugegangen sind, haben uns eine Menge an Erkenntnissen geliefert, neben den Daten, die wir natürlich von der elektrotechnischen Seite hier erfassen konnten. Im Detail, mal zu den harten Fakten, was das für die Leistung bedeutet hat. Wir sehen hier am linken Bild 3 Szenarien, die wir aus der Simulation heraus entwickelt haben oder einfach übernommen haben aus der Simulation heraus. Einen Lastgang, das ist die graue unterste Kennlinie, das ist praktisch der Hausverbrauch unbeeinflusst. Ohne Ladeinfrastruktur, das ist so dieses, wie man sagt, H0-Profil. Also der Standard-Energiebedarf in einem Objekt, in dieser Größe. Und darüber gelagert haben wir jetzt eine Simulation
wie es sein würde, wenn 10% Elektromobilität im Objekt, 50% oder auch 100% hier Einzug halten würden. Und die lila gehaltene Linie, das ist jetzt das, was dann direkt aus dem Test herausgekommen ist. Also Urcharge, das Projekt Urcharge hat uns dann die Live-Daten dazu ermittelt. Jetzt sehen wir, bei 50%, das wäre praktisch die blaue Kennlinie, so würde sich die Leistung entwickeln, wenn 50 Fahrzeuge hier ungesteuert ohne Lastmanagement angesteckt würden. Wir haben natürlich wiederum diese klassischen Spitzen, wir haben eine Mittagsspitze, wir haben eine Abendspitze, und der Abendspitze kommt noch dazu eben, dass dann die meisten Fahrzeuge nach Hause kommen und die meisten Fahrzeuge dann angesteckt werden. Und im rechten Bild sehen wir hier dann den Einfluss, was dann das gesteuerte Laden, also gesteuertes Laden mit unserem Lastmanagement bewirkt hat. Von dieser Spitze mit bis zu 200 kW haben wir reduzieren können, um ein sehr eindrucksvolles Maß auf die hier dargestellten Leistungswerte. Das hat aber im Konkreten auch Einfluss gehabt an das Ladeszenario an sich. Und das wollten wir soweit sicherstellen, dass die Teilnehmer das so weit wie möglich gar nicht merken, also um ihr Mobilitätsbedürfnis uneingeschränkt stillen zu können. Und in dieser Punktwolke sieht man jetzt die hellblauen Punkte, das sind die Fahrzeuge, die alle unbeeinflusst waren, also die wirklich vollkommen geladen waren, die während der Ansteckzeit den gesamten Akku betankt bekommen haben. Und die paar dunkelblauen Punkte, die man hier sieht, die sind mit der Ansteckdauer nicht ganz ausgekommen, dass es vollgeladen wurde. Und da war dann wichtig für uns, dass wir das im Rückfrageszenario, also bei der Befragung der Testteilnehmer, auch feststellen wollten, wie denn dieses Empfinden war. Und es hat sich eigentlich durchgängig das ausgebildet, dass niemand das bemerkt hat. Der hat 90-95% von seinem Akkustand bekommen, und die durchschnittlichen 40 Kilometer, die der Österreicher eben am Tag fährt, die sind sogar mit einem halbvollen Akku ja leicht erreichbar oder leicht abdeckbar. Also für uns, die Aussage war die, das ist zu 100% aufgegangen. Wir hatten wirklich die Möglichkeit dort, ohne eine Verstärkung der Elektroinstallation, mit einem Lastmanagement 50 Fahrzeuge in einem Objekt mit 100 Wohneinheiten zu laden. Die Gleichzeitigkeit ist genau das Thema, also der Gleichzeitigkeitsfaktor, die Statistik und der Gleichzeitigkeitsfaktor, die uns dabei geholfen haben. Linkes Diagramm, das ist so aus der Fachliteratur heraus, wie denn der Gleichzeitigkeitsfaktor sich entwickelt für die Dimensionierung, für die Auslegung, wenn man jetzt ein Objekt neu auslegt. Und da sehen wir, die grüne Kennlinie war die relevante, weil wir hier mit 11 kW Leistung die Ladepunkte versorgt haben. Und da hätten wir bei 50 Fahrzeugen eben einen Gleichzeitigkeitsfaktor circa mit 30%, den wir berechnen müssten. Das heißt, aufsummiert sämtliche Leistungen, sämtliche installierte Leistungen der Ladestationen mit 30% berechnet, würden dann die Leistungserhöhung ergeben. Ermittelt oder rübergespiegelt auf die rechte Seite würde das eben genau diese Leistungsentwicklung wiederum entlang der grünen Kennlinie ergeben. Und die Erhöhung, die wir dort sehen, ist genau die Differenz zur gelben Kennlinie. Das ist das, was man Leistung einsparen kann, wenn ich das Ganze mit Lastmanagement betreibe. Das heißt, zu den fast 200 Kilowatt, die wir zusätzlich benötigen würden, reduziert sich das mit dem Lastmanagement auf ca. 50 kW. Also im Effektiv heißt das gut 1 kW für einen Ladepunkt als berechnete maximale Gleichzeitigkeitsleistung. Und das war eine gewaltige Erkenntnis, die zwar irgendwo in der Theorie immer wieder abgehandelt oder erwähnt wird, aber noch nie so getestet. Und das war für uns das große Erkenntnis. Unser Algorithmus funktioniert. Die Gleichverteilung, alle Ladepunkte werden gleich behandelt. Und die Gebäudeelektrik war zu keiner Zeit gefährdet. Das heißt, der Grenzanschlusswert vom Objekt an sich hat vollkommen ausgereicht in dem Ausbaugrad, wie das an diesem Objekt dort war. Mit einem dynamischen Lastmanagement, das wir dort gar nicht im Einsatz gehabt haben, könnten wir noch zusätzlich diesen Hausanschlusspunkt noch einmal zusätzlich überwachen und wirklich exakt auf die freibleibenden Leistungen reagieren und das nur in einer höheren Effizienz verteilen an die zur Verfügung stehenden Ladepunkte.
Die Testpersonen, das war wirklich, das war einer der größten Erkenntnisse, dass eben genau diese Eingriffe von den Personen, die da, dort das in Anspruch genommen haben, dass das nicht wahrgenommen wird. Weil was habe ich davon, wenn ich großartig da ein Spaßszenario im Hintergrund aufbaue und dann ist ja eigentlich die E-Mobilität dermaßen uninteressant, weil permanent Probleme damit mit impliziert werden bei den Personen. Ja, und was es noch an Optimierungsmöglichkeiten, weiteren Optimierungsmöglichkeiten gäbe, das ist genau dieses Protokoll, das ISO 15118, wo dann genau der Ladezustand, also der Batterieladezustand noch mit einkalkuliert werden könnte. Könnte deswegen, weil von der Fahrzeugseite her aktuell dieser State of Charge noch nicht zur Ladestation hin transportiert wird. Wir wissen den Ladezustand nicht. Und selbst wenn wir das auch noch in Betracht ziehen könnten, dann könnte man noch besser, noch weiter und noch effizienter die Gebäudeelektrik oder die Gebäude, den Gebäudeanschlusswert ausnutzen. Ja, 16 war bis jetzt das Thema und jetzt, nachdem wir das getestet haben und uns sehr akribisch mit den Erfahrungen von diesem Feldtest ans Werk gehen konnten, sind wir jetzt dabei, dass wir ein Gerät, einen Large-Scale-Controller, wie wir das nennen, entwickeln oder schon entwickelt haben und der sich jetzt mit ersten Quartal 2022 als Produkt von Keber für den Markt reif erklärt hat. Also wir verkaufen künftig zu unseren Ladestationen eine Lösung, ein Gerät, wo wir gesamt bis zu 200 Ladestationen automatisieren können. Keber Automation by Innovation, also die Automation, unser großes Thema. Und genau mit diesem Know-how haben wir diese Technologie jetzt weiterentwickelt. Danke mal für Ihre Aufmerksamkeit und danke für die Einladung auch an den WEKA Verlag. Ja, vielen Dank, Herr Wimmer, für Ihre Ausführungen. Jetzt noch ein paar weiterführende Fragen. 51 Ladepunkte bei 51 Haushalten ist natürlich eine relativ hohe Anzahl. Das heißt, das kann man sich ja nur sozusagen mal als Testmöglichkeit vorstellen. Mich hätte interessiert, es gab ja dieses Lastmanagement, das Sie angesprochen haben. Mit welcher durchschnittlichen Ladeleistung wurden denn die Fahrzeuge geladen, was ja wahrscheinlich eher in der Nacht stattgefunden hat? Genau, also das war ja genau das Thema. Also es waren 100 Wohneinheiten und wir hatten 51 Fahrzeuge. 50% war die Durchsetzung mit E-Mobilität in diesem Objekt. Durch die Gleichverteilung nehmen wir das zur Verfügung stehende Leistungspotenzial und verteilen es an die angesteckten Fahrzeuge. Und es gibt in der Fahrzeugtechnologie den Mindeststrom. Man muss mindestens mit 6 Ampere laden. Also das muss das Mindestangebot sein zum Fahrzeug hin. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, dann passiert bei uns eine Pausesequenz. Das heißt, man kann das gar nicht so konkret jetzt benennen. Die Fahrzeuge selbst hatten Lader verbaut, vom Nissan 7,4 kW einphasig bis zum Zoe 22 kW dreiphasig. Und dort in diesem Spektrum haben wir uns bewegt mit dem, dass wir dort angeboten haben, was ist denn zur Verfügung. Und die Fahrzeuge wurden dann nachgeladen in dem, was zur Verfügung stand. Das heißt, dieser gesamte Nacht oder die gesamte Nachtdauer wurde maximal ausgenutzt. Und da haben wir von zur Verfügung stehender Volllast oder vollen Leistung vom Fahrzeug bis hin zur Reduktion auf die 6 Ampere runter das Fahrzeug dann beladen. Das, was zur Verfügung gestanden ist, wichtig war am Ende der Nacht oder beim Abstecken für den Fahrer, dass das Fahrzeug so maximal geladen ist, wie es nur irgendwie möglich war. Von der Vollladung bis hin zur 80-90% Ladung, je nachdem, wie halt das Fahrzeug vorkonditioniert gekommen ist. Ob es ganz leer war oder halb vollkommen ist. Jetzt haben Sie erwähnt, 51 Ladepunkte bei 100 Wohneinheiten, das stimmt schon, das ist eine relativ hohe Durchdringung, weil das würde bedeuten, dass jeder zweite Haushalt ein E-Fahrzeug besitzt. Was bedeutet das denn Ihre Lösung auch für den sozusagen für die Nachrüstung bestehender Gebäude, weil dort gibt es ja vielleicht eingeschränkte Anschlussleistungen, wo man sich dann vielleicht etwas anders überlegen muss, da wären es auch nicht sozusagen die 50% Ladepunkte in Bezug zu den Wohneinheiten sein müssen. Wie können Sie in diesem Bereich operieren? Da ist eben genau das der Knackpunkt, dass wir die zur Verfügung stehende Leistung maximal ausnutzen wollen und wann natürlich dann der Effekt der E-Mobilisierung einen höheren Prozentsatz annimmt, dass das irgendwann dann in die Grenze geht. Wenn man nachrüstet, also unserer Meinung nach schon, brauche ich pro Fahrzeug eigentlich einen Ladepunkt, gerade in so Tiefgaragensituationen. Und da ist halt dann gegebenenfalls doch auch eine Leistungserhöhung erforderlich. Leistungserhöhung, die halt vom Energieversorger dann nachgezogen werden muss. Aber
prinzipiell sage ich mal, es gibt da keine Wahrheit jetzt dazu, wie man dem Ganzen begegnet. Maximale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Leistung über ein Lastmanagement, im besten Fall dynamisch mit der Überwachung des Zählerpunktes, also des Hausanschlusswertes, wo wir wirklich dann das maximal ausnutzen können. Jetzt haben Sie ja wichtige Erkenntnisse schon aus dem Projekt Urcharge gewonnen. Wird es da jetzt eigentlich ein Nachfolgeprojekt geben? Ist da angedacht, in diesem Bereich noch etwas weiter zu entwickeln, wo Sie dann vielleicht eben auf diese Zählerpunktüberwachung oder so vielleicht auch hingehen, wenn auch eher mehr auf Verbesserungen im Lastmanagement? Ist da irgendwas jetzt konkret geplant in nächster Zeit? Also konkret ist einmal das Produkt, die M20, wie sie jetzt heißt, einmal die Erweiterung für bis zu 200 Geräte. Und in weiterer Folge geht es dann eben so wie angekündigt um dieses Thema mit ISO 15118. Die OCPP, also die Schnittstelle, das Open Charge Point Protokoll in diese Richtung wird auch erweitert mit Smart Charging, um hier eben praktisch mit Kalenderfunktionen und mit dem State of Charge, also mit dem Ladezustand des Fahrzeugs hier noch eine zusätzliche Optimierung zu erreichen. Das wäre eigentlich so der nächste Step, ISO 15118 zu integrieren und den State of Charge zu verarbeiten. Was Sie auf jeden Fall auch gezeigt haben mit dem Projekt Urcharge ist, dass es auch keine Bedenken geben muss, dass vielleicht in der Früh, wenn ich in das Fahrzeug einsteige, ein gewisser Ladezustand nicht erreicht würde, weil es sich ganz einfach von der Leistungsmenge her nicht ausgeht. Also da, glaube ich, kann man schon auch den Wohnungsbewohnern auch ein bisschen sozusagen auch Ängste nehmen. Statistisch wird jeden vierten Tag angesteckt. Also es gibt unterschiedliche Verhaltensweisen. Der eine steckt wirklich jeden Tag an und schaut halt immer, dass der Akku maximal voll ist. Die Erkenntnis aus dem Fahrbetrieb, der Testfahrer hat eben das auch ergeben, der hat auch irgendwann festgestellt, ich brauche heute aber noch nicht nachladen, weil ich bin gerade 10 Kilometer oder 15 Kilometer gefahren. Und aus der Statistik heraus, aus diesem Projekt, haben wir gesehen, jeden vierten Tag wird effektiv wirklich einmal angesteckt für eine Vollladung. Dadurch gibt es wahrscheinlich auch eine bessere Verteilung bei den einzelnen Ladepunkten, genau. Und dann auch im Lastmanagement. Genau. Das Lastmanagement überwacht eigentlich den Worst Case. Wenn jetzt wirklich das Rapidspiel ist und der ganze Bau ist beim Rapidspiel und dann kommen es alle heim und dann stecken es alle an, dann würden das natürlich eine Leistungsspitze geben und die müssen wir irgendwie drosseln und dann mit der Gleichverteilung an alle Fahrzeuge das so weit reduzieren. Und es geht ja nur darum, dass man immer die fehlende Energiemenge nachlädt. Und die statistischen 40 Kilometer, die wir nachladen müssen, entsprechen bei den Fahrzeugen, die wir jetzt haben, so zwischen 8 bis 10 Kilowattstunden, die wir wirklich effektiv jeden Tag hier nachladen müssten. Und das ist eben, was Urcharge gezeigt hat, mit dieser sehr reduzierten Leistung möglich und trotzdem notwendig, mit 11 kW hier die Installation durchzuführen. Weil wenn ein Fahrzeug außerhalb dieser Standardrückfahrzeit oder Standardansteckzeit kommt, der kommt am Nachmittag, steckt an und mit 11 kW ist er vielleicht vor dem Abend schon voll und dann steht die Leistung für die anderen zur Verfügung. Also auch das ein Erkenntnis, nur mit einem niedrigen Anschlusswert den Ladepunkt zu versorgen, ist nicht die Lösung. Ich brauche eine Standardenergieversorgung oder eine Standardleistung für den Ladepunkt, um gegebenenfalls, wenn zur Verfügung steht, auch rasch nachladen zu können. Und nur im Worst Case eigentlich den Gleichzeitigkeitsfaktor sicherstellen, wenn gewisse Leistungsspitze überschritten würde, über so ein Worst Case Szenario, wo halt auf einmal alle kommen. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt für den Einsatz von E-Mobilität im Wohnbau. Herr Wimmer, darf ich noch herzlich für Ihr Kommen bedanken bei den Austrian Automotive Business Weeks. Dankeschön.